Guten Morgen, liebe Zuschauer aus der Berliner Karl-Marx-Allee. Zur traditionellen Ehrenparade anlässlich des 39. Nationalfeiertages sind Formationen aller Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR angetreten. Die Glockenschläge vom Turm des Roten Rathauses werden das militärische Zeremoniell einleiten. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, hat die Ehrentribüne betreten. Mit besten Ausbildungsergebnissen sind die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere zur Parade gekommen. Den Frieden zu erhalten, den Krieg zu verhindern. In dieser Verantwortung erfüllen die Angehörigen der Nationalen Volksarmee an der Seite der Waffenbrüder, der Sowjetarmee und aller Länder des Warschauer Vertrages ihre militärische Pflicht. Zur Meldung
die Augen links! Die Meldung des Kommandierenden nimmt Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Kessler, Mitglied des Politbüros des ZK der SED, entgegen. Genosse Minister, Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, anlässlich des Nationalfeiertages der Deutschen Demokratischen Republik zur Ehrenparade angetreten. Es meldet Kommandierender der Ehrenparade, Generaloberst Lechbart. Genossen Soldaten, Unteroffiziere, fähnliche Unteroffiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen Offiziere der Militärakademie Friedrich Engels, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen Offiziersschüler und Offiziere der Offiziershochschulen Ernst Zellmann und Franz Mehring, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen Offiziersschüler und Offiziere der Offiziershochschulen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik.
Verteidigungsminister Kessler begibt sich auf die Ehrentribüne, um Erich Honecker Meldung zu erstatten. An der Paradestrecke zwischen Strausberger und Alexanderplatz tausende Berliner und Besucher der Hauptstadt. Ihr herzlicher Gruß gilt den Soldaten des Volkes. Generalsekretär, genosse Vorsitzender des Staatsrates und des Verteidigungsrates. Ich melde, die angetretenen Gruppen sind zur Parade bereit. Es meldet der Minister der Nationalen Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik. Die Vereinigten Musikchors und die Marschblöcke der höchsten militärischen Bildungseinrichtungen unseres Landes begeben sich zum Ausgangspunkt ihres Defilés. In ihrer Sicherheitspolitik wird sich die Partei der Arbeiterklasse auch künftig konsequent von der Militärdoktrin der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages leiten lassen. Alle militärischen Anstrengungen sind ausschließlich auf die Erhaltung des Friedens gerichtet. Darin besteht die Mission der sozialistischen Streitkräfte und darin liegt der humanistische Sinn des Soldatseins im Sozialismus.
geführt von Generalleutnant Ulrich Bethmann, Kommandeur der Offiziershochschule der Landstreitkräfte Ernst Thälmann, eröffnen die Fußtruppen die Parade. An ihrer Spitze Offiziershörer der Militärakademie Friedrich Engels. Es folgen die Marschformationen der Offiziershochschule der Landstreitkräfte Ernst Thälmann. Offiziersschüler der Offiziershochschule der Luftstreitkräfte Luftverteidigung Franz Mehring haben die Ehrentribüne erreicht. Künftige Offiziere der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik im Marschblock der Offiziershochschule Rosa Luxemburg. Offiziers- und Fähnrichschüler der Offiziershochschule der Volksmarine Karl Liebknecht beenden den Vorbeimarsch der Fußtruppen.
Die motorisierten Paradeformationen setzen sich in Bewegung. Von Oberst Peter Prima, Kommandeur einer Mottschützendivision geführt, nähern sie sich vom Strausberger Platz her der Ehrentribüne. Das Defilé der Rad- und Kettenfahrzeuge eröffnen die Fallschirmjäger des Truppenteils Willi Sänger. Auf geländegängigen Schützenpanzerwagen die Paradeeinheit des Aufklärungstruppenteils Dr. Richard Sorge. Einheiten des Mottschützenregiments Hans Beimler rollen heran. Den Schützenpanzerwagen folgt eine Abteilung Panzerabwehrlenkraketen. Im vierten Marschblock der motorisierten Paradeeinheiten 40-rohrige Geschosswerfer auf Tatra-Fahrzeugen. Den Nachfolgern der legendären Katyushas folgen Panzerjäger mit 100 mm Panzerabwehrkanonen.
Schützenpanzer der Mottschützentruppenteile Paul Hegenbart und Rudolf Renner erreichen jetzt die Ehrentribüne. Panzer vom Typ T-72 rollen heran. Die Paradeformation des Julian Marszewski Regiments.
Paradebild nun auf Selbstfahrlafetten Artillerieeinheiten der Regimenter Paul Hegenbart und Rudolf Göppner. 122 und 152 mm SFL-Haubitzen. Einheiten der Truppenluftabwehr der Landstreitkräfte, gefolgt von Zwillings- und Drillingsflarraketenkomplexen auf Selbstfahrlafetten des Truppenteils Rudolf Dölling. Raketensoldaten der Luftverteidigung des Verbandes Hermann Duncker schließen sich an.
In der letzten motorisierten Paradeformation taktische Raketen der Landstreitkräfte. Der Vorbeimarsch der vereinten Musikkorps aller Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik beschließt die traditionelle Ehrenparade zum Nationalfeiertag. Damit beenden wir unsere Direktübertragung.